Schauen wir mal. Das Problem beim Bürstenaverso Plus, unseres ist Baujahr 12-13, ist ja, dass er vorne eigentlich schon früher abfällt. Deswegen gibt es da immer wieder Probleme, sagen wir, ein passendes Vorzelt zu finden. Wir hatten bis jetzt ein Camper Teilzelt, ein Camper Motor Rally Air 330 XL. Und bei dem Maribor hat uns gefallen, dass es ein Luftzelt ist und vor allem ein Vollzelt, weil man verliert halt doch nicht gerade wenig Platz. Vor allem unseres Busgröße 44. Das heißt, dann sollte man jeden Platz ausnutzen. Jetzt schauen wir mal. Das Einziehen ging schon mal leichter als beim Motor Rally von Camper, weil der hat einen Doppelkeder, weil es eigentlich auf Wohnmobile ausgerichtet ist. Aber wegen der Anbauhöhe vom Averso Plus liegt bei 265 bis 275, also keine Standardhöhe, muss man im Endeffekt dann ein größeres Zelt nehmen. Und mit dem Doppelkeder hatten wir das Problem, dass der Doppelkeder an der Dichtmasse hing, die da ein bisschen zu sehr aufgetragen war. Immer was Einziehen extrem schwierig. Da muss ich sagen, klingt das jetzt super, weil A, ich habe es alleine schaffen können und es ist einfach durchgeflutscht. Ja, es ist anstrengend. Muss man dazu sagen, das Camper ließ sich einfach aufblasen. Also man kann sich eine elektrische Pumpe kaufen.
geht leider zur Neige. Ich habe jetzt auch länger gebraucht, weil ich mit dem Nachbarn ratschen musste. Und weil ich natürlich vergessen habe, alle Ventile vorher zuzudrehen, dann würde es auch pumpen, auch wesentlich schneller gehen. Ich werkele noch ein bisschen weiter und zum Abschluss mache ich dann noch Fotos, die ich gleich mit einstellen.